MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, mein Name ist Herbert von GamerTV und das Spiel ist viel zu laut. Moment. So, okay, den Ton kann ich jetzt erstmal nicht leiser stellen. Ja, mein Name ist Herbert von GamerTV, habe ich aber schon vorher gesagt. Und willkommen hier beim Euro Truck Simulator 2. Ja, lang ist es her. Und ja, die Aufnahme wird gleich eh unterbrochen, da ich noch alle Einstellungen treffen muss. Das Spiel starte ich gerade zum ersten Mal. Mein Name ist Herbert, habe ich eingetragen. Das Bild gefiel mir ganz gut. Hier sind ein paar lustige dabei. Ja, da haben wir da nichts, irgendwas, was so etwas in der Richtung mir ähnelt? Ich glaube gar nicht. Nicht wirklich, nein. Schade. Bevorzugtes LKW-Design. Majestic, Mann, Vindio, DAF, Renault, Scania. Ich nehme mal das da. Das sieht ganz nett aus. Firmenlogo. Wir sind das Feuer. Bitte gebe den Namen deines Unternehmens ein. Hubicon. Deutsch, Europa. Erstellen. Steuerungsmethode wählen. Controller. Einfach. Echte Automatik. Sequenziell. Haarschaltung. Eine physische Haarschaltung, wie bei den empfohlen wird. Wage Splitter, das heißt. Okay. Ja, fahren wir mit dem Splitter, den wir vorher hatten. Benutze zum Lenken, Beschleunigen und Klatsch. Okay. Okay. Wunderbar. Laden. Wähle eine Stadt, in der du beginnen möchtest. Gibt's Köln? Köln, wunderbar. Ich starte in Köln. Aachen gibt's leider nicht, aber Köln hört sich gut an. Es gibt auf jeden Fall sehr... War das jetzt ein Witz, dass ich da Nein gedrückt habe? Willkommen im Euro Truck Simulator 2. Endlich hast du die Chance auf deinen Traumjob. Ja. Ach so, das heißt... Ah, okay. Kurz niesen. So, wieder da. Gut, dass ich das Tutorial gemacht habe. Ich habe keinen Schimmer, was ich machen muss. Deshalb... Wow. Überfordert. Überfordert. Erstes Mal öffnen, überfordert. Ich stelle jetzt alles ein und melde mich dann gleich wieder. So, hab Grafik eingestellt. Wir spielen natürlich auf den maximalen Details. Ich bin nur ein Stück vorgefahren, Leute. Es tut mir leid. Ich muss noch gucken, wo was ist hier. Ich dachte, es wäre eingestellt. Oh, nochmal. So, jetzt müsste ich alles eingestellt haben. Und die Sounds. Ihr müsst mal hören, wie die starten und so. Also das ist jetzt hier der... Keine Ahnung, welchen ich da jetzt ausgewählt habe. Hört mal. Meiner Meinung nach wesentlich realistischer als das vorherige Spiel, Scania. Und man kann auch ausmachen. Das Geilste ist dieser Furz am Ende. Der gefällt mir irgendwie richtig gut. Gut, Leute, ich würde mal sagen, wir fahren dann mal los. Ja, unsere erste Route haben wir ja schon markiert. Sehe ich gerade. Wow, ist das ganz ungewohnt hier. Euro Truck Simulator 2 im Look von Scania. Bin gerade am Überlegen. So gingen die Spiegel aus. Wunderbar, es war ja... So, es kommt niemand. So.
So, und ein intelligentes Navi. Das Navi gefällt mir sehr gut unten links. So, der Blinker ist... der Blinker ist so arschlaut, Leute. Danke. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Bin noch Fahranfänger. Der dachte bestimmt jetzt auch so, oh Mann, komme ich jetzt hier nie mehr rüber, nur weil ich ihn vorgelassen habe. So. Ach ja, Wahnsinn, wie ich auf dieses Game gewartet habe und es sieht hübsch aus. Es sieht verdammt hübsch aus, es sieht aus wie Scania. Und Scania sah geil aus und die Umgebung hier, Wahnsinn, einfach einsame Spitze. Und die Sounds finde ich sowas von geil. Ich weiß ja nicht, wie ihr sie findet, ihr könnt mir ja in die Kommentare reinschreiben. Hier können sie... Ah, okay, cool. F5 bitte. Danke. Hier kann ich also Aufträge annehmen. Ich vermisse unseren Scania Turbo Power Truck. Obwohl, ich finde den hier gar nicht hässlich. Also, ich finde es eher cool, so mit alten Chili rumzufahren. So. Wir verlassen Köln. Und fahren jetzt raus auf die Autobahn. So sieht das aus. Auf jeden Fall großes Plus an die Hersteller. Das Spiel sieht total geil aus. Und die Innenstädte sehen total geil aus. Also da haben sie wirklich gut dran gearbeitet. Wirklich sehr gut. Wirklich, wirklich, wirklich sehr gut. So. Erstmal hier den Berg hochkommen. Ach ja, so ganz gemütlich hochchillen. Hässlich ist der Truck nicht. Also ich finde ihn sogar ganz hübsch. Wow, 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 wow. Ich glaube, wir dürfen nur 50 fahren. Kann das? Naja, was soll's. Ups. Ja, unser altes, bekanntes Problem. So. Erstmal hier auf die Autobahn drauf. Coole Sache. Oh, da können wir direkt hier auf den Streifen bleiben. Hier juckt es keinen. So. Jetzt auf dem Highway unterwegs. Von Köln nach... Ich weiß es gar nicht. Auch limitiert auf 90 km/h. F6, glaube ich, oder? Oh! Genau, wir fahren Reis nach Liege. Erwartet zwischen 10 bis 17 Uhr. Auftragsvergütung 2000 Euro, ja. Verbleibende Zeit. 6 Stunden haben wir noch Zeit. Nächste Pause in 9 Stunden. Also es ist sehr stark jetzt auf Realismus gebaut. Viel stärker als vorher. Wow, geile Brücke. Das ist doch mal nice. So.
Doch, wir können schneller als 90, sehe ich gerade. Gucken, gibt es hier eine genauere kmh-Anzeige? Mal gucken, wenn ich ein Tempomat anmache. Wer weiß. Wir verbrauchen auf jeden Fall viel, viel Treibstoff. Und ich hoffe, dass wir tanken müssen. Also, ein Gehalt haben wir wahrscheinlich, oder? F1. Huch! Okay, F1 ist Pause. Gut. F7, F8 ist scheiße zu drücken, weil das irgendwas auch mit Fraps zu tun hat. Das muss ich dann noch ändern. Achso, ich muss ja gar nicht rüber. Die müssen alle jetzt rüberziehen. Danke fürs Warten. What the fuck war das? Boah, da muss ich ja nochmal kurzzeitig aufpassen. Ich dachte, jetzt passiert erstmal nichts. Huch. Fast wieder falsch gefahren. Oh Mann, das Let's Play beginnt so super, dass ich fast alles falsch mache. Es gefällt mir auf jeden Fall. Es wird eh ein Blind Let's Play werden. Und die ganzen Knöpfe hier sind total cool. Das Licht und so weiter funktionieren einwandfrei. Finde ich sehr gut. Gehen wir kurz hier rüber auf die andere Spur. Und fahren geradeaus durch. Hier wäre eine Tankstelle und man kann tanken, ja, gut. Das heißt, die 251 Liter, die wir da noch haben, oder 52 Liter, reichen nicht ewig. Das ist klasse. Öllevel okay. Fahren im 12. Gang. Wunderbar. Was wollen wir denn mehr? Hier sind Raststätten. Okay. Können wir die auch nutzen? Bestimmt, oder? Gut, Rast wird wahrscheinlich anders eingestellt. So. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Stündchen vor uns, glaube ich. La 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 la. Jetzt habe ich schon ein intelligentes Navi und gucke gar nicht erst drauf. So, 491 Kilometer können wir noch mit dem Tank fahren. Ist relativ viel. Was mir sehr gut gefällt, ist hier die A3. Also, ich muss sagen, die sieht fantastisch geil aus. Wahnsinn. Total geil gemacht. Mir gefällt's. Mir gefällt's richtig. So, dann mal gucken hier. Ich will hier mal ganz kurz überholen. Oder auch nicht. Ah. La 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 la. Direkt ein Ticket bekommen, dass ich Unfall gebaut habe. Nicht schlecht. Gute Polizisten haben die hier. Bremsen, bremsen. Komm schon, komm schon, komm schon. Den Scania-Bug haben sie zumindest behoben, dass wenn man in einem Gang ist und die Kupplung gedrückt hält, dass die Drehzahl nicht unter 5000 geht. La 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 la. Und jetzt wird natürlich rot. Aber es sieht verdammt geil aus. Und der Truck gefällt mir. Gefällt mir bis jetzt sehr gut. Und der Innenraum ist schön ausgearbeitet. Wunderbar. Ich muss mich jetzt erstmal wieder daran gewöhnen. Was los? Okay, die KI nervt mich leicht. Ich glaube, die will mich nur flachsen.
Wir fahren auf einer Vorfahrtstraße, das heißt, wir haben Vorfahrt. Auch nicht schlecht. Au. Entschuldigung. Der Wahnsinn. So. Dankeschön. Da muss er rein. Da kriegen wir ihn auch rein, würde ich sagen. Um das Paket abzuliefern. Okay. Das sieht gut aus. Wunderbar. Und eindocken. So, Fracht ist für die Entladung bereit. Gute Arbeit. Zurückgelegte Strecke 141 Kilometer, dauert 2 Stunden und 40 Minuten. Verbrauchter Kraftstoff 98 Liter. Basisvergütung. Ja, okay, leider ist ein Schaden passiert, aber das soll nicht uns aufhalten. Okay, das Spiel ist ganz komisch aufgebaut bis jetzt. Aber ich glaube, das war einfach nur so eine Testfahrt. Was haben wir denn hier? Das ist deine Firmenzentrale. Ist aber nicht hübsch. Es ist eine sehr schlichte Garage, nichts Besonderes, aber immerhin für einen Anfang. Leider hast du noch nichts, was du darin abstellen kannst. Deshalb hast du damit Geld verdient, Zugmaschine gekauft, zu werden, frei bewegen und dein Geschäft führen. Viel Glück. Wunderbar. So, ich schau mal gerade. Radio. Radio Stream. Ah, okay, cool. Fügen wir auch noch ein, dass wir etwas Radio haben. So, mal gucken. Das sind die ganzen Webseiten an der Seite. Bevorzugtes Design. Du hast noch keinen eigenen LKW. Ist aber schade. Wieso habe ich keinen eigenen LKW? Ist der geleast? Dein Guthaben, 3657 Euro. Okay. Auftragsangebot. Schneller Auftrag. So, Auftragsangebot. Dann gucken wir mal. Kartoffeln. 3000. Oh ja, das bringt ordentlich Kohle. 13 kann man pro Kilometer. Hört sich gut an. Auftrag nehmen wir an. Wir müssen erstmal irgendwie Geld scheffeln, dass wir einen eigenen LKW bekommen. Den will ich dann schon haben. So, jetzt fahren wir in einem Bekannten von uns. In einem Scania. Wunderbar. Und auch hier. Die Sounds wurden bearbeitet. Aber der ist uns bekannt. Richtig gut sogar. Schönes Ding, auf jeden Fall. Ich habe den Scania vermisst und hier haben wir dann wieder. So, auch hier beim Scania LKW ist der Fehler behoben. Okay, cool. Wieder eine Auftragsagentur entdeckt. Wie viele leerstehende Gebäude es doch gibt hier. Es war so verdammt klar, dass ich wieder... So. Gut. Haben wir das auch schon wieder geregelt? So, jetzt fahren wir erstmal ganz gemütlich los hier. Ah, hier können wir Gas geben, das ist gut. Wir müssen geradeaus durch und dann in den Kreisel fahren. Dann machen wir das doch, oder?
Sie haben eine Post. Dann öffne sie doch mal. Okay. Post öffnen. Ich bin gerade mal am Überlegen bzw. am Schauen. Wie sieht's eigentlich aus mit unserem Schlaf? F6 war das, glaube ich. Ja, genau. Oh, wir können uns Zeit nehmen. Verbleibende Zeit sind nur 8 Stunden. Das hört sich gut an. Aber immerhin 3600 Euro, ne? Leute, also das lohnt sich dann doch, diesen Auftrag hier zu fahren. Und die Umgebung ist so hübsch. Es sieht so genial aus. Es hat sich gelohnt, das Warten, auf jeden Fall. Und die Fahrprobe davor mit dem Scania Truck Driver hat sich auf jeden Fall auch gelohnt. Was ich nicht gut finde, ist, dass der Wagen hier auch limitiert ist. Aber das ist halt Realismus, ne? Irgendwie gefiel mir der Truck am Anfang ziemlich gut sogar. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie gefiel er mir. So, auf der A15 fahren wir gerade ganz gemütlich entlang. Und setzen zum Elefantenrennen an. Wobei wir eindeutig schneller sind, er darf 80 fahren. Wir auch eigentlich, aber 90 wird ja geduldet, deshalb können wir daran vorbeiziehen. Er hat uns gerammt. Habt ihr gesehen? Er hat uns kaltblütig. Okay, ich muss mir wieder abgewöhnen, irgendwie zwei Dinge gleichzeitig zu machen. Entweder fahren oder auf die Karte gucken, aber nicht gleichzeitig beides. So, hier müssen wir lang. So. Wunderbar. Ach ja, wir haben ja Zeit. Und wie ich solche Auffahrten früher gefürchtet habe beim Eurotruck. Das ist alles Vergangenheit. Jetzt sind wir in der Zukunft. So. Machen wir mal Platz für die anderen Verkehrsteilnehmer. Ich bin ja ein freundlicher Mensch. Ich bin ja nicht so. Huch. Ah, okay. Die Strecke haben wir schon gefahren. Von Köln nach Liege. Und jetzt fahren wir gerade von Liege aus nach Reims. Okay. Das ist nice. Was haben wir hier? Ah, okay, das sind die ganzen Sachen. Ja, okay, Sprit haben wir noch genug. Wir haben immer noch Post. Das ist schön. Ich weiß noch nicht, wie ich Post aufrufe, aber ich vermute in der Kommandozentrale. Wäre jetzt so meine Vermutung gewesen. Was ich jetzt mal ausprobieren möchte. Okay. Ah, okay. Cool. Habt ihr gerade gelesen, ihre Kraftstoffkosten sind durch ihren Auftraggeber gedeckt. Na, wenn das mal nicht ein Angebot ist. So. Ja, ich fahre wie die Sau, ich weiß. Ich muss mich erst wieder daran gewöhnen. Es ist ein ganz anderes Fahrgefühl als bei Scania. Es hört sich zwar komplett
blödsinnig an, was ich hier erzähle, aber es ist wirklich so, Leute. Es ist ein ganz anderes Fahrgefühl, ob man jetzt hier drin fährt oder im Scania-Truck. Also, ich fahre ja auch nahe, also im Truck Simulator, also das Spiel halt. Das sind so zwei unterschiedliche Welten, was ich erst gar nicht gedacht hätte, weil es basiert auf der gleichen Engine und alles. Aber, tatsächlich, es sind zwei unterschiedliche Spiele. Nicht, dass ich geschockt bin oder so, aber es ist ganz komisch. So, wir haben noch 2 Stunden Fahrt vor uns. Es geht. Die Umgebung gefällt mir sehr gut hier. Dann kann man die 2 Stunden auf jeden Fall mal fahren. Jetzt sparen wir uns erstmal langsam für einen LKW unser Geld. Dann jetzt los. Mal gerade nachschauen. Sprit haben wir noch genug, habe ich gerade gesehen. 623 Liter. Reicht erstmal vollkommen aus. Wir müssen nach Reims, also hier auf der Strecke bleiben. Aber ich werde dennoch überholen, glaube ich. Oder auch nicht. Ich glaube, ich muss... Muss ich? Ja. So, hier müssen wir runter. Oh. Ach ja, Handbremse. Hab ich echt die Handbremse vergessen? Ah, da. Leertaste. Ich habe ja noch im Notfall meine Tastatur neben mir liegen. Vorsichtig anfahren. Jo, auch die Kupplung und alles reagiert deutlich strenger als vorher beim Scania Truck Driver. Also es ist wirklich schon gar nicht mehr zu vergleichen. Eigentlich heißt es ja meines Wissens rechts vor links, aber er war so nett und hat mich vorgelassen. Ach ja, auf jeden Fall super geil gemacht, dass da der Mod, den es in Scania Truck Driving gab, mit der Schaltung, dass der hier rein übernommen wurde. Finde ich sehr gut. Und natürlich die Originalschaltung eines Scania Trucks wurde auch eingefügt. Finde ich noch besser. Wow, 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 must crash. Stellen wir uns wieder hin. Tun wir. Aber wir haben unsere Ware gerade verloren. Oh Mann. Das ist irgendwie total uncool gelaufen. Vielleicht, wenn ich ein Stück vorsetze. Der richtet sich automatisch wieder auf oder sowas. Ich weiß es nicht. Gar nicht? Echt jetzt? Nö. Keine Chance. Das Ding ist wacker da am Stehen. Okay. So Leute, mein Name ist Herbert von GamerTV, das war mit der ersten Folge und wir haben es super verkackt. Ja, was sollen wir machen, ne? Mein Name ist Herbert und bis zum nächsten Part, der kommt morgen. Täglich eine Folge versprochen und eine Folge Dishonored und eine Folge was auch immer. Gut, tschüss Leute!